Dieter, die Trennung, die Prozesse, der ganze Mist, den wir durchgemacht haben. Ich bin so froh, dass du wenigstens an Weihnachten dafür sorgst, dass unser gemeinsamer Sohn ein schönes Weihnachtsfest mit seinen beiden Eltern feiern kann. Ja, weißt du, Estefania, ich mag ja manchmal ein richtiger Arsch sein, aber ich bin ja nun auch kein Unmensch und so, ne? Blut ist dicker als Wasser. Familie ist immer das Wichtigste. Ah, das hast du so schön gesagt, Dieter. Unser Kleiner hat auch extra zu Weihnachten was für dich vorbereitet. Extra für seinen Papi. Echt? Na, da bin ich aber gespannt. Los, mein Schatz, spiel dem Papi dein Lied vor. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Bravo, das hast du ganz toll gemacht, mein kleiner Engel. Ganz ehrlich? Ich fand's totale Scheiße. Ich meine, willst du mich hier verarschen? Wieso verplemperst du mit Sommist meine Zeit? Du bist einfach nur richtig, richtig schlecht. Das hört sich bei dir echt an, wie wenn der Weihnachtsmann in den Kamin rotzt. Das hat auch null mit Singen und Instrumentspielen zu tun und sowas du machst. Kein Ton getroffen, null Power dahinter. Das klingt so, als ob einer ein Schwein tot prügelt. Aber... Dieter! Ist doch wahr. Wenn ich kotzen will, kann ich mich auch gleich wieder von Verona bekochen lassen. Oder mir Nadel nackt vorstellen. Pfui Teufel!